Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Blue Legend of Water. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses seltsame Ei, was von diesem Roboter da beschützt worden ist, gefunden und haben das dann dem Glaive gegeben. Und jetzt ist es erstmal Zeit, wahrscheinlich ein kleines Schläfchen zu halten. Deswegen machen wir hier mal. Huch, es piept. Was piept denn da? Unser Laptop. Hey Maya, kannst du ins Biolab kommen? Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur was Interessantes herausgefunden. Hä? Okay. Hey, Glaive. Hey, Kodashi. Du weißt doch, diesen Gegenstand, den du gefunden hast. Du wirst nicht glauben, was das ist. Es ist eine Art Dinosaurier-Ei. Dinosaurier-Ei? Und es lebt. Es schlief unter Wasser all die Zeit. Wir haben es in den Inkubator getan, um es warm zu halten. Wäre ziemlich cool, wenn wir sehen würden, wenn es schlüpft. Wow, seht euch an, es bewegt sich. Einige Tage später. Das Ding bewegt sich. Du Schande. Was ist da drin? Hä? Was bist du denn? Oh, das ist ja voll süß. Bestimmt so süß, wie es ist, so gefährlich ist es bestimmt auch. Was bist du denn? Oh, Mama. Hä? Als ich den Seedrachen sah, nannte ich es Mew. Mew. Oder wusste ich, dass ich es Mew nennen sollte? So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Ich war gerade noch etwas perplex von dem Viech. So, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Kapitel 3. Wer bin ich? So, huch. Was ist das für ein Vieh? Miu! Sieht aus wie so ein Pokémon. Ist wohl süß. Folgst du mir etwa? Miu! Ja, okay. Na, dann komm mit. Hm. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hä? Ist es jetzt vorgegangen oder was? Hä? Okay. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gute Frage. Kodashi? Medbay. Ich gehe erstmal zur Medbay. Da ist aber niemand. Manu. Speiseraum. Speisesaal. Hier ist jemand. Der Glaive ist wieder da. Er frisst wieder seine Suppe oder was. Nee, diesmal nicht. Ah, wenn das nicht Mio ist. Schön, dich zu sehen. Hallo, Glaive. Entschuldigung, wer warst du noch gleich? Du bist so gemein. Mio mag außerdem auch keine Leute, die mich ärgern. Nur für deine Information. Gut zu wissen. Wie geht es Mio? Irgendwas Neues? Ihm geht's gut. Er isst jede Menge und hat, ja, sehr viel Pep. Das ist gut zu hören. Okay, Mio, komm mal hier. Oh Gott, das ist wie unser Kater. Oh Mann. Du hast mich bereits, oder? Der ist wie unser Kater, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier, Paps. Der trinkt doch schon wieder Alkohol. Hör auf damit. Hey, hat Kodashi dir nicht gesagt, aufzuhören mit dem Trinken? Hast mich erwischt. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe mich vergessen. Nun, was tun wir denn jetzt?
Na, bitte erzähl's ihr nicht, ja? Okay, aber nur, wenn du mir eine Digitalkamera gibst, die ich möchte. Du möchtest eine Digitalkamera? Ich hab hier irgendwo eine. Lass mich mal kurz nachschauen. Na, hier. Nimm diese wasserdichte Digitalkamera. Sie ist sehr klein und sehr gut für ihre Arbeit. Danke, du hast gewonnen. Ich behalte das Alkoholproblem für mich. Ja, super, jetzt haben wir eine Kamera. Wir haben hier, ja, ist halt, das finde ich jetzt nicht gut. Also, er ist halt ein heimlicher Trinker auch noch. Na, super, ey. Oh, Mann, ey. Das sind die Schlimmsten. So, Computerzimmer. Wie sieht's aus, Dirk, wollte ich schon sagen. Chris heißt sie ja. So, mal gucken. Was ist falsch? Oder was ist los, Chris? Ist das eine Art Reptil? Ich bin nicht so gut im Umgang mit Reptilien. Wirklich? Aber es ist so süß. Entschuldigung, ich muss gehen. Ciao. Chris? Ich glaube, Chris hat keinen Strom mehr. Wollen wir sie nochmal ärgern? Geht das nochmal? Eigentlich, war ich dabei, oder war ich in der Lage, den Stein zu entziffern, zumindest zwei davon. Super, was steht denn da drauf? Das ist ein PlayStation-Controller auf ihrem Bildschirm. Nur mal so. Auf dem ersten steht, auf scheinenden Flügeln sind wir deine himmlischen Besucher. Okay. Was? Moment, das muss ich jetzt leider gerade übersetzen, weil mit dem sonst kann ich nichts anfangen. Wielders of the Helix Cane. Träger des Helixstocks. Was? Wielders of the Helix Cane that Zeus all. Also der Träger dieser, ja, wahrscheinlich Doppelhelix. Ja, der. Der quasi damit umgehen kann wahrscheinlich. Oder der mit diesen. Ja, schwierig das jetzt zu übersetzen für mich gerade. Vielleicht kann es jemand in den Kommentaren besser übersetzen als ich. Aber auf jeden Fall der Träger dieser wahrscheinlich Doppelhelix oder sowas. Ja, fügt alles zusammen. Warte, das muss ich auch nochmal übersetzen. Wasted very stuff over this place. Der diesen Stab über diesen Ort erhebt. Klingt irgendwie komisch, weiß ich nicht. Na, kommt da noch mehr? Und gibt Leben als ein Geber. Ja, Leiter und Aufseher. Oder Anführer und Aufseher. Das hat irgendwie keinen Sinn. Das ist alles. Und der zweite? Ja, hoffentlich steht da nicht auch wieder sowas drauf. Ich glaube, als Eden flourished. Ja, wenn man solche Worte halt nicht kennt, ne? Flourished. Blüte. Ach, als Eden blühte, fanden die Kinder, oder fanden seine Kinder das Feuer. Sei es der Schlüssel, der die Tür zur Weisheit öffnet, oder das Schwert, das in all diesem Chaos brennt. Ähm,
bringen. Die Kinder, die sich an diese Wärme klammern, als Kinder, die wir uns an die Wärme klammern, gehen wir Hand in Hand auf unsere eigene Art und Weise. Watch Hand in Hand. Als Kinder, die sich an die Wärme klammern, schauen wir Hand in Hand. Oder schauen wir selber Hand in Hand. That's it. Okay, komische Übersetzung. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, aber wie gesagt, bitte gerne in die Kommentare korrigieren. Was meint er? Oder was ist damit gemeint? Aktuell kann ich es nicht sagen. Ich auch nicht. So, Reference Room, niemand da. File Room, niemand da. So, Observation Deck, niemand da. Heliport wird wahrscheinlich niemand sein. Biolab. So, sie hier. Oder er war das. Ich verwechsel das immer wegen seinem roten Haaren. Dieser Seedrache sieht nicht aus, als würde er, dieser Unterwasserdrache sieht nicht so aus wie irgendetwas, was ich bereits jemals im Wasser gesehen habe. Tut es nicht? Ich dachte, es wäre, auf eine besondere Art und Weise, kreiert worden über, Genetic Engineering, also über Genmanipulation. Wenn das der Fall ist, dann war die Zivilisation, die ihn gemacht hat, sehr weit fortgeschritten. Dissect? Was heißt das? Sezieren. Du möchtest ihn aber nicht sezieren, oder? Ah, das würde ich eigentlich gerne, aber ich möchte auch sehen, wie es auf seine natürliche Größe heranwächst. Gut. Sezieren ist ein ganz großes Nein-Nein. Oder hier wird nichts seziert. Gibt's einen auf dem Deckel. So, Halbert's Room. Oh, Halbert, wir haben Halbert immer, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Weiß es nicht. Monitor, er hier. King Long. Hallo. Ah, King Long. Ist Mio nicht süß? Wow, ey, das ist so ein richtiger mieser Knochen, ey. Oh, guck mal, hier ist jemand. So, die haben unsere Kiste, die wir gefunden haben, in der Hand, wie es aussieht, oder? Maya, kann ich dich mal für eine Minute sprechen? Was ist los, Vater? Wir sind darüber übereingekommen, dass du ab sofort ein USR-Crew-Mitglied bist. Was? Wirklich? Bist du dir sicher, Vater? Paskanon hat mir erzählt, dass der Mechanismus in den Ruinen nur auf dich reagiert hat. Ich mag das nicht wirklich, wie du dir vorstellen kannst. Aber aus diesem Grund musst du mir versprechen, dass du allen unseren Befehlen folgst, okay? Versprochen. Danke. Nun möchten wir, dass du die Ruinen nochmal anschaust, wo du zuletzt gefangen warst. Als Kin Long kam, um dich zu retten, hat unser Geosensor irgendwas aufgeschnappt. Es sah aus wie eine Passage, die auf einen höheren Flur führte. Oder einen höheren Gang. Eine neue Passage? Ja, da ist irgendwie eine Art, es fällt mir das Wort gerade nicht ein. Moment. Ups.
Ja, da ist irgendwie ein freier Bereich und den würden wir gerne untersuchen. Ei, ei. Hier, nimm diesen Tauchanzug. Oh, cool. Ein Tauchanzug. Damit wirst du länger unter Wasser klarkommen. Danke, Kotachi. Cool, wir haben einen Tauchanzug bekommen, womit wir länger tauchen können. Los geht's, Luca. Cool. Ein neuer Tauchanzug. Das gefällt mir sehr gut. So, müssen wir wieder bis dahin schwimmen? Oh, bitte nicht. Der Weg dahin ist immer so weit. Vielleicht lassen sie uns ja ausnahmsweise direkt mal in diesem Loch da raus, wo wir befreit wurden. Nein, natürlich nicht. Na gut. Okay, also der Balken da oben ist auf jeden Fall ein Stückchen länger geworden. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber auf der anderen Seite heißt das auch, dass die Passagen, in denen wir jetzt tauchen werden, wahrscheinlich länger ohne Sauerstoff sind. Könnte ich mir zumindest jetzt vorstellen. Naja. Okay, also schwimmen wir wieder zur Ruine. Ist ja nicht so, als wenn wir gerade eben da gewesen wären. Hätte mich ja zumindest mal dahin porten können, oder? Das wäre doch mal toll gewesen. Sag mal, hat der Delfin eigentlich eine 2D-Flosse? Sieht so aus, ne? Jo, der hat eine 2D-Flosse. Haben sie oben einfach ein 2D-Sprite dran geklebt. Herrlich. Ja, ich weiß, dass es da lang geht, mein Freund. Kleiner Quietschi. So, schwimmen wir hier mal durch. Da muss ich eigentlich die ganze Zeit Buttonbashing betreiben? Ne, muss ich nicht. Da oben der Balken, der ist ja voll. Der besagt, dass wir schnell schwimmen. Also muss ich das gar nicht machen. Ich habe die ganze Zeit immer Buttonbashing betrieben. Mein armer Daumen, der ist schon ziemlich, in Mitleidenschaft gezogen worden bisher. Ja, ich weiß, Quietschi. Ich weiß. Ich kenne den Weg mittlerweile. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. So. Aber ich muss wirklich sagen, das Spiel gefällt mir echt außerordentlich gut. Also schade, dass sowas früher, wie gesagt, nicht bei uns erschienen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Also bisher gibt es doch keinen Grund, warum das nicht in den Westen, im Westen erschienen ist. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, ich weiß, Quietschi. Das ist mir ein absolutes Rätsel, warum das nicht im Westen erschienen ist. Ich meine, klar, es ist halt ein bisschen anders. Es ist halt, so ein Adventure. Ich meine, klar, Adventures. In Deutschland gehen Adventures eh immer, ne? Also, wir sind ja quasi die Könige des Point-and-Click-Adventures. Dank der Delic. Und anderen Spieleschmieden. Ich verstehe es halt nicht. So ein schönes Spiel. Also, es ist vor allen Dingen, es ist mal was anderes, als immer nur Baller, Baller, Peng, Peng, Autorennen fahren. Irgendwas in der Richtung, ne? Ich finde, das ist halt mal was Schönes. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie oft hätte es sich verkauft? Ja, das ist halt die große Preisfrage. Aber auf der anderen Seite muss man da auch sagen, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Also heutzutage würde sowas als Indie-Spiel durchgehen, locker. Und hätte da seine Fans, definitiv. Ich meine, es ist keine AAA-Produktion, logisch. Aber es ist doch trotzdem in Ordnung. Also, ne? Ich verstehe das nicht. Also es gibt so viele Spiele, die damals leider nicht in den Westen gekommen sind. Schade eigentlich. Sag mal, wo muss ich. Jetzt habe ich mich verschwommen, weil die Säule sehe ich zum ersten Mal. Ich glaube, ich muss dahinter, ne? Hier hinten war der doch irgendwo, der. Ne, warte mal. Also wir müssen ja jetzt nicht zum. Oh, hier ist eine IRF-Kiste. Guck mal. IRF-Kiste. Jetzt muss ich mal gerade auf der Karte gucken, wo ich überhaupt genau hin muss. Ach, Mann, die Karte ist immer so langsam. Ach, wir müssen nach da hinten. Okay. Gut, also nicht zum Haupteingang, sondern zum Seiteneingang. Okay, alles klar. Gucken wir mal. Da war ich ja noch nicht. Hier hinten war ich, glaube ich, noch überhaupt gar nicht. Muss mal gerade schauen. Aber diese ganzen Fischis hier, ne? Alles 2D-Sprites, aber cool gemacht. Hier ist der Eingang. Zu diesem Seitenbereich. Hier hat sich Long einmal durchgesprengt. So, ich hole nochmal gerade Sauerstoff. Zip. Und dann geht's wieder nach unten. Es geht hier zum Glück relativ schnell. So. Ganz schön lang der Weg bis dahinter. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Okay. Na gut. Dann würde ich einfach mal sagen, was uns da als nächstes erwartet, beziehungsweise was uns auf diesem höher gelegenen Flur erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Blue Legend of Water. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!